Willkommen in San Antonio. Ich bin Diana Barrios Trevino. Ich bin in San Antonio geboren und aufgewachsen und zeige euch jetzt meine Lieblingsorte. Unsere erste Station ist der San Antonio River Walk, eine 24 Kilometer lange Uferpromenade quer durch San Antonio. Entlang des Kanals gibt es Restaurants, Hotels und Shops. Man kann auch eine Bootstour machen. Jetzt werfen wir einen Blick auf San Antonio von oben. Wir gehen darauf. Wir sind auf dem Tower of the Americas. Er wurde 1968 für die Weltausstellung gebaut und man hat von hier eine tolle Aussicht. Für mich ist das ein ganz besonderer Ort, denn hier hat mein Mann damals um meine Hand angehalten. Einer meiner Lieblingsorte ist der Marktplatz im Zentrum. Hier kann man authentische mexikanische Kultur erleben. Ein Stück Mexiko mitten in San Antonio. Das ist der größte mexikanische Markt in den USA. Es gibt viele kleine Läden und Boutiquen. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Das hier, das ist Texas. San Antonio ist eine multikulturelle Stadt. Es gibt hier viele lateinamerikanische Einflüsse. Genießen kann ich die besonders gut im Mi Tierra Café, eines meiner Lieblingsrestaurants. Come on in, let's go inside. Falls ihr euch fragt, ob gerade Weihnachten ist, nein, hier sieht's immer so aus. Ein typisch mexikanisches Frühstück. Ich kann's kaum abwarten. Unsere letzte Station ist die Missionskirche San José aus der Kolonialzeit. Seit 2015 ist sie UNESCO-Welterbe. Wie schön die Kirche ist. Hier gibt es auch eine aktive Gemeinde und jeden Sonntag finden Gottesdienste statt. Das war mein Tag in San Antonio. Zum Abschluss mache ich noch eine Kutschfahrt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr besucht uns hier bald.